Eine besondere Recherche in meiner Zeit war die Bom Jesus. Und die Bom Jesus ist ein knapp 500 Jahre altes Schiffswrack, das im Jahr 2008 bei Oranjemund im Landessüden im Meer während Diamantarbeiten entdeckt wurde. Wegen Inkompetenz von der Regierung ist der Großteil der Artefakte offenbar vergammelt. Mein Name ist Erwin Leuschner. Ich bin AZ-Korrespondent in Swakopmund. Ich arbeite jetzt ja knapp 5,5, 6 Jahre bei der Zeitung. Die Allgemeine Zeitung in Namibia gibt es seit 1916. Sie ist somit 97 Jahre alt und ist die älteste Tageszeitung Namibias. Wir bei der AZ versuchen stets über landesweite Geschehnisse zu berichten, setzen aber einen stärkeren Fokus auf Themen, die eng mit unseren Lesern und deren Interesse verknüpft sind. Zum Beispiel Aktivitäten von deutschen Privatschulen oder Berichte über die deutsche Fußball-Bundesliga, bilaterale Beziehungen zwischen Namibia und Deutschland und so weiter. Wir drucken im Schnitt 5.000 Zeitungen am Tag. In Namibia wohnen knapp um den Daumen 20.000 deutschsprachige. Das heißt also, wir erreichen fast jeden vierten Deutschen mit der Allgemeinen Zeitung. In Swakopmund gibt es doch eine relativ große deutschsprachige Gemeinschaft. Aus dem Grund verkaufen wir knapp 1.000 Zeitungen hier am Tag. Swakopmund ist bekannt für seine historische und deutsch geprägte Architektur. Aus diesem Grund wird Swakopmund auch ab und zu als Klein Deutschland genannt. Deutsche haben Swakopmund und sind noch immer dabei, die Stadt sehr zu prägen. Also da gibt es viele kulturelle Veranstaltungen, die wirklich ein Bestandteil von Swakopmund geworden sind und den andere Bevölkerungsgruppen auch sehr schätzen. Und das ist natürlich auch der Kyska, das ist der deutsche Karneval, der einmal im Jahr hier in Swakopmund stattfindet. Dann gibt es auch das große deutsche Reitturnier. Das ist eine Veranstaltung, die immer zu Jahresbeginn hier ausgetragen wird. Im gesamten Namibia ist der Einfluss nicht ganz so dramatisch oder nicht ganz so stark, sagen wir mal lieber so, aber der ist dennoch präsent. Den Deutschsprachigen geht es oft besser in Namibia, weil als Namibia vor über 100 Jahren kolonialisiert wurde, wurde den Deutschen Land angeboten, das sie dann bewirtschaften konnten. Deutschsprachige Bewohner sind sehr oft Teil der Stadt, weil sie in verschiedenen Stadtgebieten wohnen und sich mit den anderen Bevölkerungsgruppen mischen. Es gibt nicht dieses sogenannte Apartheid, wie Südafrika damals hatte. Und da kann ich unseren Präsidenten zitieren, der hatte beim Staatsbesuch im Dezember 2005 mit Kanzlerin Merkel deutlich gemacht. Und da hatte er gesagt: "We are proud of our German tribe in Namibia."